zur Seite! Macht Platz für den Wagen der Kaiserin! Da kommt sie, die Kaiserin! Sie sieht ja genauso aus wie wir. Ist sie das wirklich, Anna? Woher soll ich das wissen? Auch mir wurde sie noch nicht persönlich vorgestellt. Nun drück nicht so! Ich hört, sie kommt irgendwo aus einer anderen Welt. Noch nie sah ich einen Menschen aus einem so fernen Land. Wie war ihr Name? Theophanu, eine Nichte des oströmischen Kaisers in Konstantinopel, sagt meine Mutter. Allein deswegen muss sie doch nicht gleich wie eine Teufelin ausschauen. Ist sie doch ein Mensch wie du und ich? Von einer Teufelin war nie die Rede. Nun glotzt nicht so, macht lieber Platz. Ist die schön. All das Gold und der feine Stoff. Zur Seite! Musst du halt auch einen Kaiser heiraten. Aber natürlich. Erst gestern zum Morgengebet kreuzte einer meinen Weg. Dummes Pack, macht den Weg frei! Zeigt eure Ehrerbietung vor dem Kaiser! Zur Seite! Jetzt kommt der Kaiser! Das soll der Kaiser sein? Zapperlot, ist ja fast noch ein Kind wie wir. Nehme er sofort seine Kopfbedeckung ab. Was erdreistet er sich? Der alte Hirte aus den Fuchsauen. Wie soll der das wissen? Wachmann, haltet ein! Und ihr nehmt gefälligst den Hut ab, wenn ihr dem Kaiser gegenübertretet. Zur Seite! Macht Platz für den Tross des Kaisers! Wie kann so ein Kind unser Kaiser sein? Sein Großvater, Kaiser Otto, ist früh gestorben. Und sein Vater, ebenfalls ein Otto, ebenso. Da wurde Theophanu Kaiserin. Ich dachte, dieser Otto hier, der Dritte, das wäre unser Kaiser. Hieß er ja auch, nur nicht so richtig. Solange er ein kleines Kind war, hat seine Mutter regiert. Erst am nächsten Sonntag soll er in der Bischofsstadt gekrönt werden. Deswegen zieht es ihn doch in unsere Gefilde. Und da dachtest du gar, er käme zum Pilze sammeln? Was ist los? Was hat das zu bedeuten? Tiere, Hauptmann! Hier ist kein Durchgang! Die Schweine vom alten Tormann! Wie kommen die denn hier hin? Treibt sofort die Schweine aus dem Weg! Hey, Junge! Wem sagtest du, gehören die Tiere? Wer hat diese Sauerei zu verantworten? Ich weiß gar nichts, Herr. Ich habe diese Tiere noch nie gesehen. So, so. Sau und Eber und Ferkel sind dir also gänzlich unbekannt. Nein, ich meine ja, wenn ihr versteht... Warum geht das hier nicht voran? Hauptmann, erklärt euch. Verzeiht, Heinrich, ein paar Tiere nur. Die Sache ist schnell aus der Welt. Und der Junge, mit dem ihr euch so energisch unterhaltet, ist es gar seine Tat? Ungezogener Bursche, wird er wohl... Haltet ein, Heinrich, wartet. Der Junge hat mit den Tieren, wie mir scheint, nichts zu tun. Aua! Ihr habt also nichts Besseres zu tun, als euch mit wildfremden Kindern zu unterhalten. Hauptmann, ihr seid für die Sicherheit des Kaisers verantwortlich. Voran! Ich habe Hunger und mich dürste! Keine Beunruhigung, kaiserliche Hoheit. Der Zug wird seinen Weg gleich fortsetzen. Nimmt die Sache mit dem Getier hier bald ein Ende! Wachmänner, halte das Volk fern! Nun kommt schon! Heinrich, Heinrich! Die Duldsamkeit sei eine Zier! Drum lasst bilden eine Gasse hier! Nein! Nicht jetzt auch noch ihr, Wolfram! Nach Neckereien ist mir nun wahrlich nicht zumute. Tja, der Kaiser darf dem Schweine weichen. Er muss hier wohl die Fahne streichen. Wolfram, ich warne euch. Treibt es nicht zu weit. Eure Narretei könnte euch sonst den Kopf kosten. Den Kopf habe ich schon oft verloren und fühlt mich stets wie neu geboren. Aus meinen Augen, Wolfram, verschwindet! Aus den Augen, aus dem Sinn. Gut, dass ich Wolfram der Narr nur bin. Hinfort! Voran nun! Los! Es geht weiter! Das wurde aber auch Zeit. Was war das denn für eine Gestalt? Spricht im Reim. Sprich, als wäre es der Kaiser persönlich. Ich hört von solchen Leuten. Hofnarren, die sich jede Narretei erlauben dürfen. Selbst dem Kaiser gegenüber. Allein zum Lachen muss es sein. Na toll, dann werde ich Hofnarr bei meinem Vater. Bloß, ob der das zum Lachen finden wird? Diesen Hofnarr schauen wir uns heute am Nachmittag noch einmal an. Der Hofstaat des Kaisers bezieht sein Lager auf dem Vorplatz der Burg. Ich weiß, sogar ein Astrologe soll dabei sein. Vielleicht erfahren wir von dem, was uns die Zukunft bringt. Aber natürlich, du wirst Kaiserin von Konstantinopel. Und du, mein Hofnarr, so soll es sein.
bist von Sinn, einfach so den kaiserlichen Astrologen zu belauschen. Allein die Wachen des Kaisers, wenn sie uns sehen. Sei leise, dann sind wir gänzlich sicher. Der Erleuchtung der Sterne kann sich niemand entziehen. Du bekommst ihn ganz allein. Siehst du, der kann die Sterne deuten. Und wenn es misslingt, Herr? Wenn es misslingt, dann bleibt dir das Unbekannte. Hinter der Maske des Pferdes wirst du ihn finden. Einfacher kann dir die Sache wirklich nicht gemacht werden. Der spricht aber in merkwürdigen Rätseln. Doch wer ist der andere? Dieser schwarze Ritter. Psst, leise. Die Maske des Pferdes. Ihr erklärtet es bereits. Geht es denn nicht einfacher? Könnt ihr nicht endlich aufhören, euren Dolch zu schleifen? Verzeiht, eine Angewohnheit. Der Schleifstein ist ein Talisman und ein scharfer Dolch bestimmt nicht verkehrt. Du wirst sehen, dass es ganz einfach ist. Nimm das Kleinod, versteck es hinter dicken Mauern, verkauft ihn in ein fernes Land oder macht mit ihm, was ihr wollt. Unser Auftraggeber wird es dir reichlich machen. Mist! Anna! Seht sofort nach, wenn man lauscht! Kinder! Dort unter dem Tuche sind Kinder. Komm schnell weg. Schnappt ihr die Belger. Sie dürfen nicht entkommen. Auf keinen Fall. Mein Wille sei euer Befehl. Noch bin ich die Kaiserin. Wenn ihr Ohren habt, so höret also. Der Junge darf seine Gemächer unter keinen Umständen verlassen. Das ist zu gefährlich. Ihr habt recht, Hoheit. Das Leben des kaiserlichen Kindes darf unter keinen Umständen gefährdet werden. Heinrich, der ihr der Duldsame gerufen werdet, gut, dass ich mich von Herzen auf euch verlassen kann. Was ich vom Hauptmann der Wache nicht unbedingt sagen kann, beim heiligen Egidius, mir scheint, ihr seid nicht gerade Herr der Lage. Hoheit, es sind nur noch 3 Tage bis zur Krönung, was soll da schon geschehen? Ihr sagtet doch selbst, hier auf der Sparrenburg, mitten unter der Landbevölkerung, sei der Kaiser so sicher wie im Schoß der heiligen Elisabeth. Das dachte ich in der letzten Kaiserpfalz auch. Und, was passierte? Beinahe wäre ihre Hoheit mein Sohn entführt worden. Nur weil einer der Stalljungen das Pferdegespann entdeckte, ward diese Schandtat verhindert. Heiliger Johannes, der du hältst deine schützende Hand über unseren Kaiser, wir danken dir für die Entdeckung dieser fürchterlichen Tat. Hauptmann, ihr bürgt mir für die Sicherheit des Kaisers. Mit meinem Leben, eure Hoheit. Der Kaiser ist sicher. Sicher? Dass ich nicht lache! Welch Hohn! Erst heute am Morgen sah ich unseren Hauptmann, wie er den Tross des Kaisers verließ, um sich mit Kindern zu unterhalten. Mit Kindern! Und dieser Mann soll sich für die Sicherheit des Kaisers verantwortlich zeigen. Ein Hohn ist das! Ein Hohn! Heinrich, haltet ein! Ihr wisst, dass der Kaiser sicher ist. Allein weiß es der Kaiser auch? Und vor allem wissen es die Menschen, die ihn zu entführen trachteten, um seinen Throngang zu verhindern? Mäßigt euch, Heinrich, dass man euch einen Duldsamen nennt. Hauptmann, Heinrich der Duldsame spricht weise. Die Gefahr ist noch nicht ausgestanden. Noch bin ich die Kaiserin. Jedenfalls noch die nächsten 3 Tage. Ich werde nicht von seiner Seite weichen. Wenn er nicht gerade wieder einmal wichtige Konversation mit Kindern pflegt. Ach, wenn ich nur wüsste, wer hinter der ganzen Sache steckt. Irgendjemand spielt ein falsches Spiel. Das scheint mir wahr gesprochen. Kommt beim heiligen Petrus und lasst uns zum Herrgott beten, dass dem Jungen nichts passiert. Herr Hauptmann, schnell! Ihre Hoheit, der Kaiser, ich meine der Junge, werte Kaiserin, neuer Sohn, er ist verschwunden! Junger Herr, die Uhr schlug schon 8. Lasset mich nicht unhöflich erscheinen, aber sprecht, was ist euer Begehr? Was führt euch so spät in diese Schmiede? Lasst es mich wissen, damit ich tätig werden kann. Ihr schaut recht herrschaftlich aus. Kann ich mit einem güldenen Helme dienen? Ein astrologisches Gerät, Mann. Zum Schauen der Sterne und zum Vermessen des Himmels. Was? Sternenkunde? Horoskope gar? Damit will ich nichts zu tun haben. Wer weiß, ob das rechten Glaubens ist. Ein einfaches, wie sagen die Gelehrten, optisches Gerät, damit man die Sterne erblicken kann.
Aus Eisen und Glas ist der Apparat. Eine Arbeit, die einen geschickten Handwerker herausfordert. Das müsste dir eigentlich in die Wiege gelegt worden sein, Schmied. Doch, in die Wiege gelegt. Ich wurde gebettet auf Stroh. Doch damit ist bei uns eins schnell Schluss. Also, wenn ihr die Güte habt, mich zu entschuldigen. Alle Botengänge sind geschafft, Vater. Seid gegrüßt, werter Herr Schmied. Ja. Hier, Stoffel, halt ein. Die Mönche von St. Jakobi wollen am Pfingstsonntag zahlen. Sie versprochen es mir jedenfalls. Gut. Psst, Stoffel, schau doch, ist das nicht... Ach, Himmel, Herrgott, du Hornochse, machst du mir jetzt das Gerät? Guter Mann, was erlaubt ihr euch? Vater, Vater! Ja, was ist denn? Das ist ja das reinste Tollhaus hier. Was ist los? Oder muss ich erst zum Grafen, dessen Eigentum ihr seid? Niemandes Eigentum bin ich, werter Herr. Stadtluft macht frei. Herr Schmied, er kennt ihn nicht? In Gottes Namen. Ach, und nun auch noch der Allmächtige. Das ist der Kaiser. Was? Der Kaiser. Das ist der Kaiser. Wir sahen ihn heute Nachmittag. Was? Der Kaiser. Der Kaiser? Och, was ist denn nun? Ich hab nicht den ganzen Abend Zeit. Man wartet auf mich. Bist du dir sicher? Otto ist sein Name. Wie der seines Vaters und der seines Großvaters. Otto, wirklich? Oder hast du Angst, ich sehe mit diesem Gerät deine Zukunft und könnte gar arg zu erschreckt sein? Ihr Leute aus dem Volke seid bei Zeiten wirklich recht merkwürdig. Was? Meine Zukunft sehen? Eure Hoheit wie im Himmel. Versteht mich nicht falsch. Also, ich bin natürlich gern zu euren Diensten. Immer eure... Aber so ein Gerät... An die Wand, schnell! Greift euch, die windigen Gesellen! Was war das? Keine Angst, eure Hoheit, wir befreien euch. Keine Angst. Was macht ihr denn hier? Angst? Wieso Angst? Ich bin ein freier Mann, der sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Aua, was soll das? Ruhe! Was ist hier los? Hoher Kaiser! Hoheit, wie gut, dass wir rechtzeitig angelangt sind. Ihr seid in höchster Gefahr. Wovon sprecht ihr? Von diesen Leuten hier? Ja, wer weiß, wie der Plan dieser Leute lautete. Allein, ihr könnt sicher sein, Gutes habt ihr von denen nicht zu erwarten. Wenn ich förmlichst etwas einwenden dürfte. Diese Leute, was können die schon tun? Eure Hoheit, entführen, Lösegeld fordern, vielleicht gar ein Meuchelmord. Niemals. Warum sollten wir so etwas planen? Hauptmann, es reicht. Was sollen mir diese Leute aus dem Volke anhaben, hm? Diesem Trottel will es noch nicht einmal in den Sinn, mir mein Sternenfernrohr zu bauen. Aber Hoheit, ich habe die Pflicht, euch zu schützen. Schweigt! Lasst uns endlich zur Burg zurückkehren. Folgt mir! Nun los, mich dürstet! Männer, lasst die Leute frei. Zurück zu den Pferden. Was war das denn? Wir sollen den Kaiser entführen? Wirklich unhöflich. Diese kaiserliche Hoheit. Kommt, lasst uns draußen schauen. Feine Herren. Anna, hörst du das? Das Messer auf dem Schleifstein. Der schwarze Ritter. Er verfolgt uns noch immer. Was machen wir jetzt? Kommt rein. Ich glaube, seine Hoheit legt keinen Wert darauf, weitere Konversation zu machen. Komm, Anna, vielleicht kann mein Vater uns helfen. Seid mein Astrologe, nichts anderes. Was fällt euch ein, den Jungen zu leichtsinnigen Ausflügen zu verleiten? Wie konntet ihr ihm nur raten, sich allein auf den Weg zu machen? Ich? Raten? Ihr selbst, Hoheit, ihr selbst habt gesagt, ich solle den Kaiser in allen seinen Wünschen unterstützen. Ein Sternenfernrohr? So etwas Verrücktes. Was soll der Junge mit so einem Gerät? So mancher schaut in die Sterne, auf dass er etwas lerne. Doch in diesem Falle, das ist klar, blieb Herr Kaiser so schlau, wie er war. Nicht jetzt! Er war ganz heiß darauf, war gar nicht zu bremsen.
Allerdings konnte selbst ich nicht ahnen, dass er sich noch in der Nacht auf den Weg machen würde. Konradin! Hoheit, wenn ihr erlaubt, dass ich kurz etwas einwende. Mir scheint doch, dieser Sternengucker ist der Letzte, den hier irgendeine Schuld trifft. Mich dünkt bei der heiligen Elisabeth, interessanter dürfte sein, warum der Junge überhaupt ohne Schutz war, allein und verlassen. Wo wart ihr denn, Hauptmann? Euch obliegt der Schutz des Kindes. Schwärz er mich nur an. Sinn und Zweck eurer Rede, werter Heinrich, sind mir wohl bekannt. Sinn und Zweck eures Tuns, Hauptmann, sind mir hingegen ein Rätsel. Wie konnte der Junge unbeaufsichtigt entlaufen? Ihr bürgtet mir für seine Sicherheit. So war jedenfalls euer Reden. Sogar mit eurem Leben, wie ihr großspurig verkündetet. So war es. Ich hörte es auch. Die Bürgschaft des Lebens, die war wohl vergebens. Aber es ist doch nichts passiert. Ich meine, Gott, der Großmütige, hielt seine schützende Hand über den jungen Kaiser. Seiner Krönung in 2 Tagen steht nichts im Wege. Es geht mir nicht in den Sinn. Mit knapper Not nur entkam Ihre Hoheit dem hinterhältigen Mob. Wie leicht hätte dieser Schmied mit einem Hammer kurz zuschlagen können. Sprecht nicht weiter. Ich möchte es mir nicht ausmalen. Und wo war er? Wo war der werte Herr Hauptmann, als der arme Junge sich in Lebensgefahr begab? Ich bekam Nachricht von einem Feuer in den Pferdeställen. Ein Feuer? Warum erfuhr ich davon nichts? Weil es gar kein Feuer gab. Wer weiß, warum der Hauptmann uns diese Mähe auftischt beim heiligen Crispianus. Kann dieser üble Rabenkrächzer denn nicht endlich einmal seinen Schnabel halten? Konradin ist gut, halte ein. Und so einem traut ihr? Meinem Konradin? Diesem Hauptmann. So einem Schwächling dürft ihr den Kaiser nicht überlassen. Allerhöchste Kaiserin Theophanu, die Krönung ist so nah. Nur noch morgen das Fest auf der Burg, das wird Abwechslung bringen. Ach, dieses vermaledeite Fest. Mir scheint, die ganze Sache steht unter keinem guten Stern. Aber nein, Jupiter steht in seinem Domizil. Und auch sonst sind die Sterne ganz auf eurer Seite. Vielleicht sollten wir die Krönung des Jungen verschieben. Ich bleibe Vormund. Und der Junge ist sicher. Aber nein, das wäre völlig falsch. Was soll schon passieren, Hoheit? Der junge Kaiser wird sich köstlich amüsieren und niemand weiß, wer hinter welcher Maske steckt. Niemand weiß, wer Kaiser ist und wer Lakai. Sicherer kann der junge Kaiser nicht sein. Was meint ihr, mein Astrologe? Was ratet ihr mir und was raten uns die Sterne, deren Wahrheit untrüglich ist? Die Sterne sind euch zugetan, ohne Frage. Selbst Saturn lächelt gütig und milde. So sei es. Das Fest findet statt. Gott allein weiß, wer die Feinde des Kaisers sind. Der Allmächtige wird uns hoffentlich vor ihnen in Schutz nehmen. Wie konnte dieser Hauptmann nur darauf kommen, dass wir dem Kaiser etwas Böses wollen? Diese hohen Herren haben merkwürdige Ansichten. Vielleicht war das Ganze gar nur ein Spiel. Ähnlich diesem Mummenschanz, der morgen zur Abendstund veranstaltet werden soll. Mummenschanz? Was ist das? Es soll ein ausdrücklicher Wunsch des Kaisers sein, dieser Mummenschanz. Alle auf diesem Fest, ob Kaiser oder Narr, ob Soldat oder Diener, alle tragen Masken. So dass niemand zu erkennen ist. Welch ein Spaß. Ich würde mich als Kaiser verkleiden und ihr dürftet mir alle huldigen. Eine Eselsmaske, das wäre dein rechtes Kleid. Das stände dir gut. Ja, wirklich merkwürdig, diese Herrschaften. Mir scheint, die eine Hand weiß nicht, was die andere tut. Erst kommt dieser junge Mann, den ihr Kaiser Otto nennt und will ein Sternenguckgerät. Dann bezichtigt uns dieser Hauptmann, wir hätten die Absicht, diesen Kaiser zu entführen. Und dann kommt auch noch ein Bote des Hofes und verkündet mir und allen anderen, wir sollten unsere Leute zur Burg schicken. Der Hof benötige Dienstpersonal für diesen Mummenschanz. Was? Ob die uns auch nähen? Ja, stellt euch vor. Und die Diener werden eingekleidet mit Masken und anderem Schnickschnack, genau wie das Adelsvolk. Wirklich merkwürdig, diese Herrschaft. Da müssen wir hin. Du meinst als Zwerge im Mummschanz? Vielleicht bekommen wir so heraus, was es mit dem jungen Kaiser und dieser Prophezeiung des Astrologen auf sich hat. Prophezeiung? Von was für einem Unglück ist jetzt schon wieder die Rede? Hinter der Maske des Pferdes wirst du ihn finden.
So lautete der Spruch. Damit kann eigentlich nur der Kaiser gemeint sein. Dieser schwarze Ritter, wer weiß, was sein Plan ist. Also, wo muss man vorsprechen, wenn man in den Dienst treten will? Im Zelte des Mundschenks, auf dem Burgplatz, soll sich das Volk melden. Allein, es wäre mir neu, dass ihr beiden auch nur ahnen würdet, wie einem Herrn das Essen wird serviert. Also, als was wollt ihr euch melden? Das wird sich finden. Hauptsache, wir lüften das Geheimnis der Prophezeiung. Und warum uns der schwarze Ritter noch immer verfolgt? Beim heiligen Johannes. Wie soll ein einfacher Schmied das alles nur begreifen? Ist doch ganz einfach. Wir bieten uns als Diener auf diesem Fest an. Und dann gehen wir zum Kaiser und warnen ihn. Und wie willst du das machen? Nicht nur, dass so ein Kaiser nicht mit jedem spricht. Du wirst ihn unter all den Masken gar nicht erst finden. Keine Ahnung. Irgendworan muss man so einen Kaiser doch erkennen. Guten Tag, werter Herr Kaiser. Hocherfreut, Ihre Aufwartung machen zu können, Herr Kaiser. Psst, sei mal leise. Ist das nicht der Rahmenvogel des Astrologen? Anna, das ist Zauberei. Wer weiß, welcher Fluch auf diesem Vogel lastet. Und das ist der schwarze Ritter. Er muss ganz in der Nähe sein. Los, komm schon. Vorsicht, diesmal darf er uns nicht entdecken. Da seid ihr ja endlich, Meister der Sterne. Psst, es ist gefährlich genug, mich mit euch hier zu treffen. Hast du das gehört? Psst, der Astrologe und der schwarze Ritter. Ihr werdet nicht mehr gebraucht, guter Mann. Die Lage ist aus dem Ruder gelaufen, also geht eurer Wege. Ihr treibt Schabernack, werter Herr. Wohin soll ich gehen und warum? Die Weisung war mir erteilt. Der Auftrag ist ein neuer. Ihr habt nichts mehr damit zu tun. Mit Verlaub. Und mein Salär? Hier, euer Lohn. Aber mein Auftrag. Ihr selbst gabt mir den Auftrag, mich eure Schützlings anzunehmen. Ach, schweigt. Der meint den Kaiser. Wen denn sonst? Und als der schwarze Ritter bei der Schmiede auftauchte, folgte er nicht uns, sondern ebenfalls den Kaiser. Das war eine Falle. Da wollte er den Kaiser entführen. So, hier ist dein Geld. Die Sache wird jetzt ganz oben geregelt. Unser Auftraggeber selbst nimmt sich seiner an. Was meint er damit? Was er damit meint? Ein Geheimnis, wie mir scheint. Was? Welch kurzweilig Wortwechsel zwischen dort hinten und hier. Und das alles hinter offener Tür. Herr Narr, ihr? Mit Verlaub. Wir haben nicht... Ich meine, ihr müsst uns glauben, der Kaiser ist in Gefahr. Wolfram, was treibt ihr hier schon wieder für Schabernack? Was ist schon wieder mit diesen Kindern? Ich fand sie auf dem Vorhof der Burg, wie sie heimlich lauschten und geheimnisvolle Blicke tauschten. Wir haben nichts Unrechtes getan. Wir wollten nur dem Kaiser Schutz zukommen lassen. Für Schalk und Schabernack bin ich hier wohl am Hof. Trotzdem durchschaue ich euch. Bin ja nicht gänzlich doof. Wolfram, werter Hofnarr und Freund des lustigen Wortes. Das scheint mir ein recht merkwürdiger Scherz zu sein. Was bringt ihr mir hier diese Kinder auf die Burg? Holt sich der Hofnarr nun sein Publikum von der Straße? Oder sind die Kinder Teil eines deiner berühmten Streiche? Das scheint das Los des Narren zu sein, dass jeder denkt, er geht ihn auf den Leim. Wir wollten nur helfen. Der Kaiser ist in Gefahr. Heiliger Johannes, nun weiß es also schon jedes Kind der Stadt, dass der Kaiser in Gefahr ist. Konntet ihr, lieber Narr, euer vorlautes Mundwerk wieder einmal nicht halten? Jetzt seid ihr ungerecht, hoher Herr. Die Kinder waren es, die mir von der Gefahr berichteten. Von irgendeiner Maske des Pferdes und von einem Sternenrohr. Heilige Elisabeth Wolfram, ich habe hier ernste Angelegenheiten zu bewerkstelligen. Da kann ich mir eure Scherze nicht auch noch zu Gemüte führen. Aber hört doch, es ist wohl so etwas wie ein Fluch. Hinter der Maske des Pferdes wirst du ihn finden. So wurde gesagt. Schluss jetzt. Hinaus mit euch. Wir gehen ja schon. Welch ein Ruhm.
Die Maske des Pferdes, die Maske... Woher wisst ihr von der Maske des Pferdes? Auf einmal Interesse? Oder wünscht ihr, dass ich alles vergesse? Wir hörten es beim Astrologen. Merkwürdig. Ein wirklich merkwürdig Ding, wie mir scheint. Kommt hinaus mit euch! Da treibe ich lieber Schabernack mit Kaiserin, Graf und all dem Pack. Halt! Nein! Bleibt hier! Bin ich nun der Narr, der kaiserliche Schelm? Oder ist es dieser Hauptmann unter seinem Helm? Wolfram, nun lasst euren Schabernack. Die Lage scheint mir wirklich ernst. Ihr glaubt uns also? Schließt die Tür! Schnell! Los, los, los! Woher wisst ihr von der Maske des Pferdes? Nur die Kaiserin und ich wissen, welche Maske der Kaiser tragen wird. Der Kaiser, ein Gaul. Das wäre famos. Mehr als einen Scherz würde ich los. Erzählt. Der Astrologe plauderte über die Maske? Es war ein Zufall. Ihr müsst uns glauben. Der Sterngucker traf sich mit dem schwarzen Ritter. Was für ein schwarzer Ritter? Wie lautet sein Name? Das wissen wir nicht. Der Sternmann schien diesem Ritter etwas zu prophezeien. Der Erleuchtung der Sterne kann sich niemand entziehen. Und dann hieß es, hinter der Maske des Pferdes wirst du ihn finden. Erleuchtung der Sterne? Als ihr in unsere Schmiede kamt, war der junge Kaiser da, um sich ein Sternrohr basteln zu lassen. Und der schwarze Ritter war auch da. Jedenfalls hörten wir ihn, als ihr das Haus verließet. Also doch eine Falle. Mein besonderer Freund, der Astrologe. Ist er der Bösewicht? Aber warum will er dem Kaiser Böses? Wer zu viel schaut ins Gestirn, dem wird wohl löchrig das Gehirn. Wolfram, wir haben keine Zeit für Scherze. Wer steckt hinter der Sache? Dieser schwarze Ritter? Ganz sicher nicht. Der wurde sogar der Stadt verwiesen von diesem Astro. Es sei zu gefährlich, sagte der Sternseher. Alles würde jetzt ganz oben geregelt, hieß es. Der Hintermann, der Chef der Verschwörer, er wird selbst Hand anlegen. Wir müssen herausfinden, wer hinter der Sache steckt. Ihr meint, der Sterndeuter ist nicht das Haupt der Verschwörer? Es könnte natürlich sein, dass der Astrologe ein falsches Spiel triebe und allein hinter der Sache steckt. Allein was hätte er davon? Eine Kaiserin, die Kaiserin bliebe und alles tät, was er befiehle. Das stimmt. Theophano vertraut dem Astrologen über alle Maßen. Ob sie selbst vielleicht ihre Hände mit im Spiel hat? Sie würde immerhin Kaiserin bleiben. Gewiss, gewiss, lieber Ritter. Der Kaiserin Befehle sind oft recht bitter. Wer steckt dahinter? Vielleicht Heinrich der Duldsame? Oder ein anderer Ritter? Vielleicht einer aus dem Welfenhause? Wir müssen es herausfinden. Ihr müsst den Leuten eine Falle stellen. Sie wollen den Kaiser haben, also sollen sie den Kaiser bekommen. Unmöglich. Es muss ja nicht der richtige Kaiser sein. Stoffel wird doch sicher gern den Regentenstab übernehmen, oder? Ich? Regieren? Sicher. Es kommt allein auf die Maske an. Ob Kaiser oder Lakai, wer hinter der Maske steckt, das weiß niemand. Was ist dein Plan, Anna? Was hast du vor? Ein närrisches Spiel, das mir sehr wohl gefiel. Ich bitte um Vergebung, Hoheit, aber ihr könnt unmöglich an dem Mummenschanz festhalten. Es ist zu gefährlich. Seit Wochen höre ich nichts anderes. Zu gefährlich heißt es. Verlasst nicht den Raum, wird mir beschieden. Folgt niemanden, den ihr nicht kennt. Heiliger Johannes, nimmt das kein Ende? Dieses Fest war mein Verlangen. Ich werde es mir nicht nehmen lassen. Ihr wisst selbst, mehrmals wurde versucht, euch zu entführen. Irgendjemand will verhindern, dass eure Krönung stattfindet. Vielleicht will man euch sogar töten. Und wer soll dieser irgendjemand sein? Das, Hoheit, müssen wir erst noch herausfinden. Ihr wollt wohl mit dem Hofnarren in einen Wettstreit treten. Und wie will mein werter Herr Hauptmann, der sich anschickt, meine Kinderfrau zu werden, ne? Wie will er das herausfinden? Wir müssen dem Verräter eine Falle stellen, ihn ins Verderben locken. Unser Plan ist es, dass er sich auf dem Mummenschanz verrät. Er soll dem Kaiser die Maske vom Gesicht reißen. Eine Maske, von der nur der Verräter weiß, dass dahinter angeblich der Kaiser steckt. Du sprichst wirres Zeug, Hauptmann. In letzter Minute werden wir die kaiserliche Maske ändern und dem Verräter dies auch mitteilen. Ein gefährliches Unterfangen. Nichts für eine kaiserliche Hoheit. Na gut, aber nur wenn meine Mutter und ihr Astrologe zustimmen, werde ich mich vielleicht überzeugen lassen. So glaubt mir doch, der Astrologe steckt selbst mit den Bösewichtern unter einer Decke. Das haben mir meine Zeugen beschwören können. Und, wer sind deine Zeugen? Ihr kennt sie allzu gut. Die beiden Kinder, denen ihr schon in der Schmiede begegnet seid. Glaubt mir, schon damals hat man euch entführen wollen.
Du wagst es mir nur aufgrund der Aussage irgendwelcher Kinder den Ausgang zu verbieten? Es reicht, Hauptmann. Verlass sofort den Raum. Ich hab genug von der Sache. Wie ihr wünscht, Hoheit. Und erdreistet euch nicht, mir noch einmal mit solch einem absurden Anliegen unter die Augen zu treten. Euer Wille ist mir Befehl, Hoheit. Ich fürchte, wenn ich erst einmal Kaiser bin und meine Mutter nicht mehr ihre schützende Hand über euch hält, dürfte es um euer Fortkommen schlecht ausschauen. Hoheit, verzeiht mir, aber selbst einem einfachen Hauptmann bleibt manchmal keine andere Wahl. Was hat das zu bedeuten? Junge Hoheit, dreimal klug. Ich befehle euch, öffne die Tür. Hauptmann, seid ihr noch da? Öffnet die Tür! Ich befehle es! Nun kommt schon, dies ist eine ganz besondere Audienz. Wolfram, lieber guter Narr, wen bringt ihr mir jetzt? Ach, ein wirklich herrliches Spiel, das ihr dort treibt. Also, wer könnte hinter dieser Maske stecken? Nun schauet her, nun habt fein Acht. Wen hab ich hier wohl mitgebracht? Köstlich, Hoheit, dieses Versteckspiel. Narr, gib uns einen Hinweis, wer hinter dieser Tiermaske steckt. Ist es Karl, der Karlhäuptige? Dies Tier, ihr habt es gleich erkannt, nennt man überall den Elefant. Dahinter, ohne Rüssel, aber mit gleich langen Nasen. Ludwig aus dem Welfenhause! Steckt ein ungleich flinkerer Hase. Genau, die lange Nase! Gemein, Unverschämtheit, eine Gemeinheit, muss ich mir nicht gefallen lassen. Werte Hoheit, Gratulation. Gleich die nächste Sensation. Keine Langeweile, zur nächsten Maske mit Eile. Mich wundert nur, wo der junge Kaiser bleibt. Erst konnte es ihm nicht schnell genug gehen. Und nun lässt er sich eine Ewigkeit Zeit, als ob der Mummenschanz 10 Tage ginge. Wahrscheinlich genießt er einen letzten Blick in die Sterne. Stunde um Stunde schaut er durch das Glas, das ich ihm lieh. Ach, das gefällt mir gar nicht, dass er dort oben in diesem Burgzimmer alleine hockt. Und es wundert mich sehr, dass er sich diesen Spaß hier nehmen lässt. Ihr solltet euch keine Sorgen machen. Er wird schon kommen. Schaut nur, werte Hoheit, die Sterne meinen es gut mit euch. Dort kommt der Narr mit einem neuen Rätsel. Mir scheint, diesmal könnte es eine wirklich knifflige Sache werden. Oho, Wolfram, wenigstens einer, der mir den Trübsinn vertreibt. Nun schauet her, nun habt fein Acht. Wen habe ich hier wohl mitgebracht? Mir scheint, das Tier könnte recht bockig sein. Und das Klügste dürfte es auch nicht sein. Der Esel ist genannt, dies Tier. Doch wer steckt hinter der Maske hier? Lasst mich raten. Vielleicht der Herr Hauptmann höchstpersönlich? Wo ist eigentlich mein Hauptmann? Dieser Esel, wie er hier steht, ist ein Graf, der sehr langsam geht. Erst mit dem Schwerte dort in der Schlacht zeigt er flinken Mut und all seine Macht. Gernot der Fromme. Natürlich. Mutig ist er, aber auch schrecklich faul. Nun lasst gut sein, werter Narr. Ich mache mir Sorgen. Wo bleibt der Kaiser? Hat jemand seine Hoheit gesehen? Hinter welcher Maske mag er stecken? Kommt, findet den Recken. Scheint hier denn niemand zu merken, dass die Sache einen merkwürdigen Beigeschmack hat? Ein falsches Spiel ist das. Die junge Hoheit, der Kaiser wird gleich kommen. Er will seinen Auftritt wohl besonders spannend gestalten. Ja, selbst der Narr ist jetzt verschwunden. Was ist hier los? Was soll schon passieren? Der Hauptmann wird mit seiner Wache zur Stelle sein. Nur wird er es auch rechtzeitig schaffen. Außerdem, wenn der Kaiser dahinter kommt, dass ich seinen Platz einnehme. Du hast doch den Hauptmann gehört. Der Kaiser kann seinen Raum nicht verlassen. Und du wolltest doch schon immer mal Kaiser sein, oder? Jetzt setzt schon die Katzenmaske auf. Ich weiß, mit Speck fängt man Mäuse. Ich bin der Speck, bloß wer ist die Maus? Wir werden es gleich wissen. Nur dem Astrologen wurde gesagt, dass der Kaiser als Katze und nicht als Pferd den Mummenschanz betreten wird.
Und nur der Astrologe weiß, dass der Kaiser um Mitternacht hier auf dem Burgplatz nach den Sternen schauen will. Beides hat unser Hauptmann dem Astrologen in der letzten Stunde gesteckt. Und der wird es seinem Auftraggeber sofort berichtet haben. Und das alles für ein Kaisersöhnchen, das meint, alle wären seine Sklaven. Nein, ich möchte mich nicht beruhigen. Mein Sohn verschwunden, der Hauptmann der Wache nicht zu finden. Selbst der Narr hat sich aus dem Staube gemacht. Das kann nicht rechtens sein. Aber ich sagte euch doch, die Sterne sagen ganz eindeutig, dass nichts passieren kann. Es ist völlig unmöglich, dass dem jungen Kaiser etwas zugestoßen ist. Noch ist er kein Kaiser. Und es scheint mir ganz so zu sein, als ob dies jemand zu verhindern suchte. Vielleicht hat er nur seine Maske getauscht und treibt hier mit uns einen Schabernack. Ach, schweigt, Mann. Ich habe mich lange genug in die Irre leiten lassen. Wie habe ich dem Hauptmann nur vertrauen können? Der Hauptmann? Wieso der Hauptmann? Meint ihr etwa... Aber natürlich, nie ist er zur Stelle, wenn es gefährlich wird. Aber sicher, natürlich. Der Hauptmann, genau. Sollte dem jungen Kaiser etwas zugestoßen sein, so steckt garantiert der Hauptmann dahinter. Was können wir nur tun? Schluss! Aus! Beendet die Musik! Nee, was? Jetzt gerade so schön! Hört gut zu, alle, die hier im Saale versammelt seid. Der Kaiser ist in großer Gefahr. Kaiser? In Gefahr? Was ist denn los? Hört, Männer, hört mir zu. Der Kaiser scheint in Gefahr zu sein. Und die Kaiserin hat mit untrüglicher Klarheit festgestellt, dass nur der Hauptmann der Wache hinter der ganzen Sache stecken kann. Legt eure albernen Masken ab. Greift zu den Waffen. Der Hauptmann muss gefunden werden. Tot oder lebendig. Er trägt alle Schuld. Schnappt euch den Hauptmann. Habt ihr den Hauptmann gesehen? Was ist los? Warum ist plötzlich keine Musik mehr zu hören? Die Musiker werden einfach einmal pausieren. Und das Rufen dort oben auf der Burg? Was hat das zu bedeuten? Es kann nichts passieren. Das Signal. Los, Gott sei mit dir. Endlich hab ich dich, mein Kleiner. Du entkommst mir nicht mehr. Wer da? Wer seid ihr? Du kennst mich nur zu gut, auch wenn ich mir nur ungern die Finger schmutzig mache. Jetzt bist du dran und dann gehört alle Macht mir. Hilfe, nun kommt schon! Verdammt, was hat das zu bedeuten? Wer bist du denn? Schnell! Was macht dieser Knabe hier hinter der kaiserlichen Maske? Schnell, schnappt euch den Schurken! Wer treibt hier dieses lächerliche Spiel mit mir? Wer hier ein lächerliches Spiel trieb, ist mir wohl klar. Heinrich, Heinrich, mich erschrickt, wie bleich ihr plötzlich blickt. Das Ganze ist ein übler Scherz, wie? Das wird sich klären. Hier seid ihr also, Hauptmann. Ihr seid mir mehr als eine Erklärung schuldig. Warum sperrtet ihr den Kaiser ein? Mutter, dafür muss er büßen. Was für einen Schabernack treiben Narr und Hauptmann mit dem duldsamen Heinrich? Duldsamer Heinrich, Hoheit, lasst mich erklären. Es ist ganz einfach. Den Kaiser sperrte ich weg zu seinem eigenen Schutze. Denn dieser Heinrich hier, der wollte just an diesem Abend seine letzte Chance nutzen und sich der jungen Hoheit entledigen. Heinrich? Theophanu, Hoheit, welch Glück, dass ihr hier seid. Dieser Hauptmann, er muss seinen Geist verloren haben, hat sich mit dem Narren und Kindern aus der Stadt verbündet wahrscheinlich, um dem Kaiser Übles zu tun. Erklärt euch, Hauptmann. Nur wenige Leute wussten, dass der Kaiser auf dem Mummenschanz nicht die Maske des Pferdes, sondern der Katze tragen würde. Welch Lüge! Das Pferd war und blieb mein Tier! Seht, selbst seine junge Hoheit wusste nichts vom Maskenwechsel. Glaubt ihr nicht, da redet wirres Zeug. Und warum wolltet ihr dann Böses? Warum wolltet ihr mich hier überfallen? Ich? Niemals! Aber sicher doch, wäre der Hauptmann nicht eingeschritten, wer weiß, ob nicht ein Dolch wäre in Stoffels Rücken. Nur die Verschwörer wussten von der Maske der Katze. Ich verriet sie eurem Astrologen, der mit diesem Herrn Heinrich hier unter einer Decke steckt. Deswegen versuchte der Sternendeuter gerade, mich mit allen Mitteln auf dem Mummenschanz zu halten.
Mulmig wurz Heinrich, er ward ganz verzagt. So rief er den Hauptmann aus zur Jagd. Ich wollte den Kaiser retten. Niemals würde ich mich gegen ihn wenden. Es hatte mich schon auf der letzten Station unserer Reise gewundert, was ihr nachts in den Gemächern des Kaisers zu suchen habt. Und dass ihr andauernd mit dem Astrologen tuscheltet, ist mir auch nicht entgangen. Aber die Sache mit den Masken ist, wie mir scheint, der wahre Beweis. Werte Kaiserin, nein! Ihr versteht das völlig verkehrt. Heinrich der Duldsame, meine Geduld mit euch ist zu Ende. Die Duldsamkeit hat nun ein Ende. Ab mit ihm hinter sichere Wände. Und der Sterngucker? Habt ihr den auch? Der Astrologe, der Berserker, kommt fix auch in den Kerker. So sei es. Kaiserliche Hoheit Stoffel von der Sparrenburg befehle hiermit, dass Anna, Tochter des Papiermachers, in den Stande einer Hofdame erhoben wird. Kannst du es noch immer nicht lassen? Immerhin war ich für 5 Minuten Kaiser, da könntest du mir durchaus etwas mehr Ehrerbietung zeigen. Ach, was soll aus dem Jungen nochmal werden? Vielleicht doch ein Kaiser? Wer weiß, wann mal wieder ein zweiter Otto gebraucht wird. Das weiß niemand so genau. Allerdings würde ich Stoffel dem Dreikäsehof von Otto immer vorziehen. Dieser Otto wird nie ein Kaiser. Schreit ewig sich nach der Mama heiser. Der Hauptmann, seid gegrüßt. Und danach? Kommt er wieder einmal meine Werkstatt zu zertrümmern? Der Hauptmann ist ein rechter Rabauke. Haut zu oft wohl auf die Pauke. Es tut mir leid, guter Mann. Sollte es einen Schaden gegeben haben, so werde ich ihn euch ersetzen. Erzählt, Hauptmann. Ich fand die Sache ein Ende. Nun, zum Glück glaubte uns Theophanu und ihr Astrologe zeigte sich dann auch sehr gesprächig. Der gute Mann schaut anstatt auf die Sterne nun aus dem Kerkerfenster in die Ferne. Heinrich, der Duldsame, plante den jungen Kaiser, der noch kein Kaiser ist, zu entführen. Nicht Lösegeld war sein Ziel, nein, er wollte Otto verschwinden lassen, um selbst Kaiser zu werden. Selbst Kaiser werden? Ist das denn so einfach? Zunächst einmal wäre Theophano Regentin geblieben. Heinrich aber spekulierte darauf, dass sich auf dem nächsten Reichstag, auf dem sich alle Adligen und Kirchenmänner treffen, Unmut regen werde. Die hohen Herren würden es auf Dauer nicht hinnehmen, von einer Oströmerin, einer byzantinischen Prinzessin regiert zu werden. Und da kam dieser Heinrich auf die Idee, sich selbst ins Spiel zu bringen. Sich selbst hätte er als Kaiser vorgeschlagen, wo er doch schon so lange als engster Vertrauter mitregierte. Mit ein wenig Glück wäre die Sache sicher aufgegangen. Der Duldsame hatte zu wenig Geduld, jetzt büßt er eine schwere Schuld. Er sitzt nun hinter dicken Wänden, wo wir uns jetzt beinahe befänden. Doch Kaiser Stoffels großer Mut hat uns gerettet. Ich zieh den Hut. Na, Wolfram, zurückziehen dürft ihr euch. Und ihr hier, sind die Gemächer bereitet? Wird dieser Junge irgendwann auch wieder mal normal?